Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider. Ja, der letzte Fight war echt nervenaufreibend. Mal sehen, bis jetzt wird's. Ich habe das Gefühl, die Fahrt ist noch längst nicht vorbei. Er sucht freies Schussfeld zu kriegen. Die Outsiderin ist da unten. Lara, geh herüber. Na los! Lauf zu Roth. Ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! So, wie geht die Party jetzt hier weiter? So, Munition erstmal mitnehmen. War richtig. Yeah.
glaube ich. Zerstört die Brücke! Das ist Teil. Das sind unsere Leute! Sind hier noch mehr Ungläubige? Ja, ich. Los, Mann. Schon wieder im falschen Moment gedrückt. So, das ist echt vielleicht auch für am Nachmittag. Scheiße. Diese Scheiße.
nicht wohin. Lara! 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 Na komm, Lara! Na komm schon, los! Da bist du. Da bist du. Na komm! Los, Lara! Da sind sie! No! Nein, Rob. Rob! Ich schaff das doch nicht ohne dich. Tut mir leid, Lara. Tut mir leid. Du schaffst das. Du bist eine Kraft. Ja.
Dafür werdet ihr alle bezahlen. Und nicht zu knapp. Nach Grimm ist auch Rolf tot. Nein! Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar! Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Ja, was sollen wir ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, ihr okay? Versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Das will ich aber auch hoffen. Nimm die hier. Warum lässt mich jetzt Sam eigentlich gehen, wenn Sam der Schlüssel zu dem Alki ist? Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Jonah! Reyes! Verdammt! Ich hätte mit ihnen gehen sollen. Aber erst nachdem wir das abgegradet haben. Das hätte Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen nicht getötet. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten.
Ausweichkonter, das nehme ich mal. Aus dem Wald raus müssen, glaube ich, wird das hier nicht ganz so leicht. Da kann man echt ein tierisches Ding weiterhelfen. Falls mich irgendwelche Wölfe wieder attackieren wollen oder so. Ah, ist die Abschlussstelle. Ruhig, Lara. Oh, Scheiße. Als hätte ich's geahnt. Hast du gefunden? Nein, es ist dunkel. Sie könnten überall sein. Bist du sicher, dass sie hier sind? Ah, so. Toll. Verdammte Scheiße. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus! Zeigt euch! Geht lieber auf, bevor euch die Hunde finden. Ich würde sagen, die Wölfe sind euer kleinstes Problem. Kommt raus, kommt raus! Ich werde hier keiner am Leben lassen. Das war Nummer 1. So, jetzt habe ich hier gleich zwei Probleme. Ich habe die Wölfe und ich habe diese Spinne hier. Feier ist mehr, dass ich hier eiskalt einen nach dem anderen eliminieren will. André haben die auch schon erlebt. So, jetzt haben wir mehr nach dem Spaziergang als alles andere. Schlafen. Und schön lange. Was gefunden? Oben finden wir niemanden. Was gefunden? Nein. Wir müssen weiter suchen. Da.
Nein, wir müssen weiter suchen. Passt das nicht. Was zur Hölle? Da ist noch einer. Einer nach dem anderen. So wie es sein sollte. Und da kommt schon der nächste Kandidat. Na los, dann komm mal, er hat zwei Taste juckt. Komm ich da jetzt nicht hoch oder was? Krieger der Sturmwache, wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Ich hab gedacht, die haben mich nicht gesehen. Zumindest habe ich gehofft, dass sie mich nicht sehen. So, wo muss ich denn jetzt wieder anfangen? Da nicht, muss ich schon wieder allein. Ach nee, jetzt muss ich wieder hier anfangen. Ruhig, Lara. Ist das sicher, dass sie hier sind? Ich sollte einfach auf einen Baum klettern und abfahren. Toll, verdammte Flöße. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus! Zeigt euch! Gebt auf, bevor euch die Hunde finden! Kommt raus! Kommt raus! Oder bevor ich meinen Pfeil findet. So wie der zum Beispiel. Ich hab doch hier
Sequenz spazieren, so wie ich dachte. Was? Ist aber nicht noch mit Wölfen zusammen oder was? Na, na Leute, ich ziehe jetzt mal hier einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Lara. Oh, Scheiße.